Der Boden unter ihren Füßen, es brennt! Wow. Okay, Restart, so. Jetzt kommst du an. Nimmst da links den Schlüssel mit. Und gibst ihn mir. Was freundlich bist du denn, Kind? Und Puzzleteil. Man merkt, es wird schon ein bisschen komplexer. Aber alles noch locker machbar an sich. So, schauen wir mal weiter. Wieder eine Plattform. Schauen wir mal darüber. Nee, warte mal, komm. Wir kommen nochmal an hier, ja? Ah, aber ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Also ich habe zwar das schon mal gesehen, wie es alles funktioniert, aber man merkt sich ja nicht alles, gar keine Frage. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe und dann die Plattform betätige. Plattform betätige und dann zurückspule. Dann kann ich hier schweben und puzzle. So, vorwärts, nee, rückwärts bitte. So. Ah, vorwärts. Ach, egal, komm, machen wir halt so. Kommen wir wenigstens hier einmal rüber. Okay, Magiegegenstände haben wir schon mal abgehakt. Und zack. Next Room, enge Kanäle. Der Regen prasselt auf die Erde. Die Suche nach der Prinzessin wurde immer weiter fortgeführt. Was willst du denn? Viech, ey. Ich glaub's ja wohl. Ach, komm schon. Killer-Kanikel oder was, ey? Ah, jetzt fick dich. Danke. So. Weg. Und hier brauche ich wahrscheinlich so einen Igel von da drüben. Autsch. Das hat mal keiner gesehen. Nein. Komm, komm, komm. Fuck. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. So. So. Schön drin halten im Gleichgewicht. Und jawohl! Hä? Es ist doch ein bisschen tricky. Und das, genau das liebe ich an dem Spiel. Genau deswegen habe ich das Spiel gekauft. Weil das Spiel mit der Zeit, ich finde es so genial. Es ist so unglaublich gut. Ich feiere das so sehr. So, geht mal weg, ihr Killer-Kanickel-Opfer-Style. Hoppla. Habe ich nicht gesagt. Zack. Zack. Und sterbt. Mann, bin ich geil. So, da kommen doch wieder 20.000 von den Viechern raus. Genau. Zack. Zack. Nein. Nein. Timing. Oh, das gibt's ja nicht. Oh, das gibt's ja nicht, ey. Halt, da wäre ich auch so durchgekommen. Jetzt bin ich nämlich... Genau, jetzt bin ich weit genug unten. Ah. Ficken. Na komm. Wollt ihr sterben oder nicht? Ihr wollt sterben, okay. Ja, ich hasse euch. Geht weg, ey. Autsch. Ey, wie oft der hier schon gestorben ist. Es tut ja weh, ey. Na komm her. Komm, komm. Häschen. Ich bin auf dich draufgesprungen. Was soll denn das? Das reicht ja nie im Leben. Wie soll ich das machen? Warte mal. Ah, nein. Ah, nein, das ist genial. Okay, die Kanone hat die anderen. Jetzt zerstört jetzt die anderen.
und ich habe genug Zeit, um hier schön durchzukommen. Ach, was ist das genial. Und danke. Und tschüss. Kanikelspostier, unumkehrbar. Sterbt? Sterbt? Ja, du stirbst ja mal sowieso. Ah! Loni, es ist Lonis, der erstmal dick Fresse haben und dann, ne? Merkst du selber. Na, komm her. Wie niedlich die gucken beim ersten Mal und dann auf einmal rasten sie komplett aus, oder was, ey? Oh ne, oh ne! Verpinkelt euch mal ganz schnell wieder, ey. Ja, warte. So, eins, zwei. Wie soll ich da hinkommen? Ah, okay. Ich hab's gerade gesehen, wenn auch ein bisschen spät. Geh weg, Pflanze, und danke. Du bist tot. Machen wir erstmal. Nee, nein, 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 nein. Oh, den Fehler habe ich in einem anderen LP gesehen, den mache ich nicht nochmal. Und zwar, wenn man da. Ah, Scheißteil. Wenn man da runter geht. Wenn man da runter geht. Aber. Das ist ja ein Witz, ey. Das ist ja ein Witz. So, nochmal, wenn man da runter geht, aber die Kaninchen nicht tötet, dann belagern die den Eingang und du kommst nicht mehr raus. Das war kein Viech mehr, okay? Und runter. Okay. Schlüssel. Machen wir die Tür auf. Die Tür bleibt offen, wenn wir zurückspringen, weil es Magie unbeeinflusst ist. Aber wir haben unseren Schlüssel noch. Ach, geil. Mann, sind wir gut. So, ein Schlüssel, drei Türen. Kann ich eigentlich zwischen denen landen? Das wäre mal interessant zu wissen. Ich glaube, nein. Nein. Jawohl, danke. Schlüssel nehmen wir mit. Weil wir geil sind. So, jetzt. Wenn ich jetzt zurückspulen würde, würde der Schlüssel da bleiben. Also benutzt, aber die Tür würde wieder zugehen. Und das wollen wir ja nicht. Also, öffnen, Schlüssel wiederholen, danke. Und genau solche Rätsel, ich finde die so genial, ich finde es so genial. Als ich es gestern gesehen habe, das Spiel, ich war wirklich beeindruckt. Auf solche Ideen zu kommen. Was soll ich da noch groß sagen? So. Was mich nur wundert. Das. Warte mal. Hier kann ich nichts mehr machen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich darf nicht zurückspulen, sonst haut es zeitlich nämlich nicht hin. Ha! Du willst mich doch verarschen. Ach, ficken. Ach, ficken, ihr blöden Wichser. Ihr blöden Wichser. Okay, kann ich schon vergessen. Zur Erklärung nochmal. Man sieht, das Grüne fährt nach oben. Und sobald man einmal zurückspult, blockiert es nämlich den Weg vom anderen. Also ich darf nicht versagen. Ach, das ist ja ein Witz. So, rein, raus. Danke. Komm, 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 komm. Und yes! Ich warte hier einfach mal ab. Weil, genau, es passt auf ein paar Pixel. Es passt auf ein paar scheiß Pixel, ey. So, ihr seid alle weg. Danke. Nein. Es ist ein Graus. Ja, das war natürlich Pech, Kinder. Das war Glück. Und bitte. Danke. Manche Rätsel versteht man aber auch erst, wenn man sie selber spielt. Also wenn man sie gesehen hat, kommt man noch gar nicht auf den Kniff dahinter. Weil das vielleicht nicht so gut rüberkommt, als wenn man selber spielt.
Hoppala. So, sterben, 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 danke. Und Puzzle. Warum wir auch immer wir jetzt schon puzzeln können, aber ich sag mal nicht nein. Randstück. Eckstück. Randstück. Genau. Das passt dahin. Nein. Oh. Ja, das war ein Treffer. Upsala. Passt hier sonst noch irgendwas irgendwo? Hoppla, das passt da unten. Meine Güte, so. Das ist natürlich in die Ecke, klar. Bis dahin. Das wollte ich nicht. Das muss ja in die Mitte passen. Wohin, wohin auch sonst? Wenn es kein Randstück ist. So, zwei Puzzleteile noch. Euch komische Killerkanickel. Schlach dich. Fick dich, Alter. Fick dich, Junge. Das war so mies, ey. Das ist so mies. Ah! Sterbt. Weg, danke, oh, tschüss. Versteck. So, warte mal kurz. Nein. Ah, doch. Ah, doch, ah, doch. Ha, 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 ha. Wie alten Schelme. Es reicht, so. Ich hab nichts gesagt. Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Dankeschön. Okay. Wow. Moment mal. Halt. Bin. Sorry. So, jetzt wieder. Ach, scheiße. Im Moment war es richtig. Es war richtig, oder? Ich muss also Dings auf den schießen, das ist ja schon mal klar. Er behält seine Treffer, weil er in der Zeit weiterläuft. Und wir ficken ihn einmal durch. Ach, Mist. Komm. Na, komm schon, das gibt's ja nicht. Na, dankeschön. Das ist auch ein geniales Spielprinzip, dieser Bosskampf. I'm loving it, ey. So. Komm, 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 komm. Es ist doch nur ein kleiner Kronleuchter. Aber wir wollen natürlich alles schön in Ordnung halten, deswegen lassen wir das hier alles schön bleiben und hoppla. Der Kronleuchter hat Geld gekostet. Loni, das geht so nicht. Meiner. Boah. Gibt's die Puzzleteile? Nee, ne? Doch, ja, nein, vielleicht ein Kribbeln. Gut, dann gibt's jetzt noch zwei Stück. Genau, zwei Stück. Okay. Ich will auf jeden Fall mal den Schlüssel. Das ist jetzt ja jetzt auch kein Meisterstreich, Geniestreich, weißt du? Komm ich da hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. So, das Puzzleteil da rechts ist jetzt zugeklappt. Das können wir also schon mal vergessen. Stirb. So, wir gehen jetzt schön zurück. Natürlich reicht es nicht, klar. Also die Plattform muss hier sein, wenn ich hier drüben bin. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt nicht so schwer. So. Warte mal, dann gehe ich darüber. Also ich stehe hier, wenn ich zurückgespult habe. Jetzt den Hebel betätigen. Ich weiß gar nicht, ob die Komplexität dieses Spiels, Komplexität, gut,
Wir sind jetzt noch relativ am Anfang, also es hält sich noch relativ in Grenzen. So, genau. Ob das überhaupt so richtig rüberkommt? Naja, jawohl. So richtig rüberkommt, ich weiß es nicht. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr rüber, aber gut. Weil wie gesagt, manche Rätsel, da macht es erst so richtig Klick, wenn man selber spielt. Kann ich jetzt natürlich aus Erfahrung sagen, weil ich spiele es ja gerade. Unerwartet, ich weiß. Loni, bitte halt einfach die Fresse. So, Puzzleteil 2 ist jetzt erstmal zu. Okay. Schauen wir mal weiter. Autsch! So. Aua! Das hat wehgetan. Ach, komm schon. Jetzt wird's aber langsam lächerlich. Jetzt wird's langsam wirklich lächerlich, Kinder. Fickt euch. So, Hebel. So, jetzt sind wir grün. Und wir können alles schön zurückspulen. Mit etwas Glück sogar die Zeit, bis dieses Tor wieder aufgeht. Oh ja. I'm loving it. Dahinter zu kommen ist muss natürlich auch erstmal, das ist klar, aber wenn man es dann mal hat, dann ist es so logisch. Naja. Haben auch das geschafft. Wir alten Experten. Ah, oh, das wird eng. Uiuiui. Fall aus 25 Metern. Nicht sterben. Crash, nicht Crash. Prince of Persia Logik. Nur mal am Rande. Hallo, Dino. Wow. Das war wirklich seltsam. Oh je, die Prinzessin. Prinzessin wer? Sie muss in einem anderen Schloss sein. Ja, halt die Fresse, komm.